Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Als wir uns das letzte Mal über dumme Mythen ausgelassen haben, habe ich euch vom Gewinnspiel erzählt, in dem ihr Ultrasonne oder Ultramond in der Steelbook Fan Edition gewinnen könnt. Wenn ihr noch mitmachen wollt, dann macht das möglichst bald. Mit diesem Monat endet nämlich auch das Giveaway. Im Oktober verlosen Nintendo Deutschland und ich dann das Pokémon Switch Bundle und ein Merchandise-Paket. Mehr dazu dann ab dem 1. Darum soll es allerdings heute gar nicht gehen. Ich möchte mit euch wieder über Pokémon-Mythen bzw. Theorien sprechen, die ich inzwischen so oft gehört habe, dass sie mir zum Hals raushängen oder die einfach so penetrant sind und nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden wollen, dass es nervt. Einige Punkte werdet ihr sicher déjà-vu-artig aus vorigen Videos von mir wiedererkennen, so wie die sich ewig haltende Theorie der heiligen Tasten-Kombi-Button-Masher-Methode beim Pokémon-Fangen. Es ist zwecklos. Man kann es in der Tagesschau bringen und die Leute würden es konsequent ignorieren. Man kann es in jedem NPC-Dialog unterbringen, den man lesen muss. Irgendwo wird immer jemand mit einem neuen, ultimativen, super krassen Move, der deinem läppischen Pokéball Meisterballkräfte verleiht, auftauchen. Egal wo ich bin und über Pokémon rede, es gibt immer einen, der darauf pocht, dass seine Methode ja immer funktioniert. Ball werfen, Steuerkreuz runter, wenn der Ball sich schließt, A gedrückt halten, kleinen Finger im 47-Grad-Winkel zum Gameboy, mit dem großen Zeh in der Nase popeln, an einem Silberlöffel rumkauen, 4 Ave Maria beten und dann, ja dann bleibt er drin. 100%. Es tut mir leid, wenn du extra Geld für teures Besteck ausgegeben hast und dir beim Verrenken 4 Rippen gebrochen und 2 Wirbel ausgerenkt hast. Es war umsonst. Es gibt keine Wundertastenkombination, die es ermöglicht, eine 100% Fangchance zu generieren. Und wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Wie es tatsächlich funktioniert, könnt ihr nachschauen in meinem Video zum Fangalgorithmus oben rechts in den Infokarten. Aber seid gewarnt, trockene Theorie und Renderfehler im Bild. Apropos Render, an die Ränder jeglichen Wahnsinns bringt mich auch die Theorie, dass Menschen Pokémon essen. Schließlich gibt es da doch diesen einen Screenshot aus dem Anime, wo Ash ein gebratenes Carpador isst und im Pokédex-Eintrag von Barschuft steht, es gelte als Delikatesse und Tohaidos Rückenflosse soll eine super Suppe abgeben und Porenta trägt einen Lauch und im Anime gibt es Octillery-Tintenfischringe und Gelatropo ist ein Eis und Sabayone klingt wie Nachtisch. Ja! 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 Das ist alles richtig. Weil Menschen Pokémon essen. Das ist nun mal so. Da gibt es nichts zu theorieren oder verschwören, das ist auch kein Geheimnis. Wir essen auch unsere Tiere. Das ist der Lauf der Natur. Pokémon essen Pokémon. Menschen essen Pokémon. Pokémon essen Menschen, keine Ahnung. Aber es ist Fakt. Ich habe sogar ein Video dazu gemacht, welche wohl am besten schmecken. Gibt's auch oben rechts in den Infokarten. Versteht mich nicht falsch, aber ich finde es immer wieder verwunderlich, wie fassungslos mir manche schreiben und mich fragen, ob da was dran ist. Also an der Theorie, nicht an dem Pokémon. Weil da scheint ja genug dran zu sein, wenn sie eine vollwertige Mahlzeit abgeben. Es ist so. Kommt damit klar. Das ist keine Theorie. Höchstens ein Funfact. Oder ein Funfact. Versteht ihr? Pfanne. Ja. Yeah. Wo wir gerade von Carpador sprachen, wusstet ihr, dass die Platscher-Attacke von Carpador gar nicht so schwach ist, wie alle sagen? Sie kann sogar zu einer mächtigen K.O.-Attacke werden, wenn man sie nur eisern und geduldig genug immer wieder einsetzt und den Mut nicht verliert. Denn zu einer 1% Wahrscheinlichkeit besteht die Chance, dass sie dich trifft und dann gnadet ihr Arceus. Dann gibt es kein Entrinnen und keine Überlebenden mehr. Was? Das hat bei euch nie funktioniert? Tja, bei mir auch nicht, weil es der größte Unsinn vor dem Herrn ist. Und trotzdem laufen immer noch Leute frei herum, die so einen Unsinn verbreiten, weil sie es selber glauben. Extrem dazu beigetragen haben unter anderem der Pokédex-Eintrag von Carpador, in dem es heißt, es könne über Berge springen. Ich meine, kein Wunder, dass die Leute auf so einen Quatsch kommen. Irgendwie muss Carpador ja krass sein, wenn es das schafft. Allerdings wurde auch eine Codezeile in der Attacke gefunden, deren Funktion und Bedeutung zuerst nicht ganz klar gewesen ist. Natürlich war das gefundenes Fressen für die Platscher-Verschwörer und haben auf alle mit dem Finger gezeigt, weil sie dachten, das wäre der ultimative Beweis. Aber in Wahrheit hat das was mit Barschwör und seinem Erscheinen zu tun. Oben rechts könnt ihr das nochmal genauer nachschauen, da habe ich nämlich auch ein Video zugemacht. Apropos Video zugemacht. Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Und mit diesem. Das ist 2014er Vergangenheits-Lenny.
2014er Vergangenheits-Lenny hat hier am 19. Januar ein Video rausgebracht, in dem er über zwei angeblich neue, versehentlich durchgesickerte Pokémon-Spieletitel berichtet. Pokémon Plus und Minus. Konsole. Gerüchten zufolge soll nämlich für eine noch nicht benannte Nintendo Handheld-Spielekonsole die Spiele Pokémon Plus und Pokémon Minus die Nachfolger für Pokémon X und Y werden. Doch sie sind nie erschienen. Seitdem dreht die Fangemeinde komplett am Rad. Es lässt sie nicht los. Plus und Minus. Was hat es damit auf sich? Wann kommen die Spiele? Jedes Jahr wird wieder danach geschrien. Mit jedem Teaser und jeder Ankündigung neuer Edition werden die Namen wieder ausgebuddelt und verstreut. Fake-Trailer verzieren die YouTube-Landschaft. Fans gehen auf die Straße, zünden Autos an, brüllen Plus- und Minus-Parolen. Die Polizei ist machtlos und ich sage euch, stop it! Kommt wieder runter. Schlagt euch Plus Minus aus dem Kopf. Es ist 4 Jahre her. Ja, die Namen wären super und ja, wenn sie irgendwann doch angekündigt werden, werde ich ebenfalls vor Freude an die Decke gehen. Aber ganz ehrlich, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass nach 4, fast 5 Jahren diese Spiele immer noch umgesetzt werden? Wer sagt denn, dass es nicht einfach nur Arbeitstitel für andere Spiele waren? Das ist zumindest im Moment echt wahrscheinlicher als alles andere. Aber bitte, hört auf diese Spiele zu warten und danach enttäuscht zu sein, wenn sie dann doch anders heißen. Bestimmt waren das mal Omega Rubin und Alpha Saphir oder Sonne und Mond. Ihr verpasst doch nichts, es sind diese Games. Nur heißen sie halt anders, weil die Entwickler Arbeitstitel während der Produktion brauchen, bis der echte Titel feststeht. Genau wie Pokémon Stars. Alle wollten Pokémon Stars, was einfach nur eine Neuauflage von Sonne und Mond geworden wäre. Dann kriegen sie Ultrasonne, Ultramond, was genau das ist, wonach alle geschrien haben. Aber es heißt halt nicht Stars, also ist es wertlos. Ich kapiere euch nicht, warum seid ihr so? Seid ihr alle so fly auf den Namen? Oh, fly! Fly! Da sind wir ja schon beim letzten Punkt auf der Liste, Alter. Fly! Okay, Leute, ich hab euch lieb, das wisst ihr. Aber es gibt eine Sache, über die wir unbedingt reden müssen. Vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Stein ins Rollen gebracht. Ein Lauffeuer entfacht, welches sich bis heute wie ein loderndes Inferno hält. Die simple, aber tiefgründige Frage, wieso kann Dodo fliegen? Ich bin ganz ehrlich, es ehrt mich und freut mich riesig, dass ihr das scheinbar so amüsant fandet, dass dieser Running Gag, altes Wort für Meme übrigens, bis heute hält und ich finde es echt lieb von euch, dass ihr nach Antworten auf dieses historische Rätsel sucht. Aber bitte, hakt eine Theorie ab. Sie war ein Scherz, ein Bilderwitz und er war nicht mal so unfassbar gut, dass man nach Jahren immer noch über ihn lacht. Dodo benutzt seine Köpfe als Propeller, um zu fliegen. Schuld an dieser Theorie ist dieser Comic hier. Ein kleiner Schmunzelwitz, der auf ironische Art und Weise erklären sollte, wie Dodo ohne Flügel fliegen kann. Ich glaube, kein Bild hat mich öfter über Facebook, Instagram und Twitter-Posts erreicht als dieses. Keine scheinbar schlaue Antwort auf diese Frage musste ich mir öfter durchlesen als die Propeller-Theorie. Sie ist die ersten Male noch witzig gewesen. Inzwischen bin ich so übersättigt davon. Sie ist nicht mal logisch. Denk doch mal nach. Das sind 2 am Körper angebrachte Hälse. Wenn die sich drehen, verzwirren die sich doch ineinander. Wie soll das denn lange gut gehen? Und Dodri benutzt auch nicht seinen linken und rechten Kopf als Flügel. Auch das war nur ein Meme und ist höchstgradig unlogisch. Also bitte, lasst gut sein. Und glaubt diese Theorie nicht wirklich. Ich weiß, dass nicht alle da draußen diese Lösung ernst meinen, aber es gibt genug, die darauf reingefallen sind. Und ich habe genug. Schließen wir ein für alle Mal damit ab, okay? Keine der Erklärungen funktioniert wirklich logisch. Und kommt bitte nicht auf die Idee, noch welche in die Kommentare zu schreiben. Danke. Welche Theorien könnt ihr nicht mehr hören? War das schon alles oder fällt euch noch mehr ein? Schreibt's mir! Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr noch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und dem Video mit dem Gewinnspiel. Macht mit, viel Glück, das war's von mir. Haut rein, Leute. Ciao.